yorkinische Luxusreisegruppe ist zur Selbstversorgung verdammt. Rund 1000 Euro sollen für die Verpflegung reichen. Uli Wulli hat sich gleich dazu bereit erklärt, den Einkauf zu übernehmen. Gemeinsam mit Anastasia und Dani soll nun der nahegelegene Supermarkt geplündert werden. Besonders Obst und Ingredienzien fürs Frühstück sollen besorgt werden. Und Uli versucht Dani einiges über Melonen zu erklären. Aha. Da muss man auch gucken, aber am Anschnitt. Die Seite gut. Die ist gut, ja. Üppig wirken die Regale in diesem Landsupermarkt nicht. Als Russin ist Anastasia das schon gewöhnt. Was noch da ist, reißt sich Uli unter den Nagel. Man merkt hier schon, dass wir wahrscheinlich irgendwo ein bisschen so neben draußen sind, wie man bei uns eigentlich sagt, zu der Tante-Emma-Laden. Und auch wahrscheinlich nicht jetzt vom Obst her oder sowas jeden Tag ganz, ganz frisch natürlich hierher kommt. Aber für den, wahrscheinlich die Leute, die hier jetzt im Umkreis wohnen, für die ist es eigentlich ziemlich ausreichend, ja. Auch die Putzmittel müssen vom Haushaltsbudget bezahlt werden und alles andere, was der Allgemeinheit dient. Keine Extrawürsteln. So, ich habe mir jetzt so eins genommen. Ich muss einen aufbrechen, ja, so müde. Ich trinke das jetzt gleich. Da habe ich gerade was gesehen. Schau mal. Sonst falle ich nämlich um. Ich muss das nehmen. Ich falle um. Ja, wenn du Geld dabei hast. Ich habe ja natürlich das Geld der Allgemeinheit. Das heißt also, wenn ich, was wir beschlossen haben, wir sind ja da gesessen, wenn da jetzt natürlich jemand meint, der muss zwischendrin jetzt hier noch was aus dem Regal rausholen, was er auch auf die Schnelle verzehren muss. Auch wenn es, ich weiß es nicht, was das Teilchen jetzt gekostet hat, aber ich muss es ja nachher vertreten. Das ist eine harte Angelegenheit. Das ist eine Gemeinheit eigentlich, finde ich. Na. Wenn ihr noch was wollt oder sowas, dann müsst ihr es jetzt privat kaufen. Und nachher zahlen. Dani, wo bist du denn schon wieder? Ja, sag mal, du. Ist komisch, die Dani muss man immer suchen. Uli ist streng. Außerdem hat er es anscheinend sehr eilig und will weiter. Dani wirkt für Kater wie ein dummer Klotz am Bein. Kann ich da eben mit Euro zahlen? Ja klar, du bist in Spanien. Ah ja, genau. Ja. Ja, damit was wolltest du hier zahlen? Mit spanischen Dinar oder was? Mit Pesetas oder wie heißt das? Dani schafft es, Uli immer wieder mit besonders dummen Fragen zu nerven. Soll ich das jetzt wirklich sagen? Gut. Das ist also wirklich, also wenn man in Europa wohnt, also entweder ist man nicht dran interessiert oder ich weiß nicht. Also für mich ist das jetzt vorhin war wirklich eine der dümmsten Fragen, die ich also heute gehört habe. Ja, ich habe nicht nachgedacht, dass ich in Spanien bin. Das heißt, ich bin einmal da, einmal dort, Amerika, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus, wo ich bin. Das war nur kurz, ja, ist ja klar Europa. Deswegen haben wir den Euro. Und eine Euro-Palette wäre für die Größe des Einkaufs nun besonders hilfreich. Naja, wird auch so irgendwie gehen. Die anderen spielen währenddessen gemütlich Boccia in der Finca. Umso mehr Hilfsbereitschaft erwartet sich Uli nun. Hey. Zwischen uns zwar Queen. Essen kommt! Das Geld kommt durch Spül. Ja. Helfen, was wird das anstrengend? Wir noch ein Insta. Wir müssen die Sachen reinbringen, gell? Komm, hopp, hopp, hopp. Der Einkauf war streng nur für die Allgemeinheit. Der Einzige, der Geschenke bekommt, ist Mörtel. Zuerst einen seiner geliebten Joghurtdrinks. Und dann noch etwas Schokolade, die er genüsslich verzehrt. Jetzt habe ich die Schokolade, weil es schon weich war, halt gegessen. Und ich esse immer, wenn ich eine Schokolade habe, esse ich sie auf. Aber der andere hat jetzt zwei andere gegessen, so glaube ich, werde ich die nächsten Tage keine Schokolade kriegen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Der Einkauf und das Einräumen der Lebensmittel war für alle eine Anstrengung. Trotz eines vollen Kühlschranks will man sich heute Abend etwas gönnen. Frisch geduscht und eingekleidet taucht das Ensemble Terrible ins abendliche und durchaus touristenfreundliche Mallorca ein. Zum spanischen Dinner. Dem Anlass seinen gebührenden Glanz gebend, packt der Baumeister seine besten Manieren aus und hilft den Damen beim Ausstieg aus dem Bus. Die Dani, da brauche ich alle zwei Hände. Danke, danke. Ja, auch aushelfen, das ist aber schön, ne? Ja. Und wir helfen alle beide, das ist ja, aber ja. Nett. So, jetzt gehen wir in die Mühle.
Das Reiseprogramm sieht einen Besuch in einer alten Mühle vor, die zu einem Restaurant umfunktioniert wurde. Nicht fein, aber hübsch. Hier wird gegrillt, wie es sich Asterix und Obelix wohl vorstellen. Am 8 Meter langen Holzkohlegrill und mit körperlichem Einsatz, der wohl für die besondere Würze des Grillguts sorgt. Wie in Spanien üblich, gibt's auch jede Menge Knoblauch, den Richard wie Weintrauben verzehrt. She goes froh, he goes fast, she goes slow. Also das ist auch in Richard sein Geheimnis, sein jugendliches Aussehen, das ist der Knoblauch. Jetzt weiß ich das Elixier, was da Richard macht, das ist das Knoblauchessen und das ist wirklich gesund und deswegen ist er so gut beieinander. Ah, wenn Knoblauch jung macht, dann muss ihn Käfer Sonja natürlich auch probieren. Knoblauch ist er sowieso, sagen wir mal, für den Richard auch jetzt mit seinen 85 Jahren, oder wo er wird jetzt demnächst 85, muss man ja klipp und klar auch mal dazu sagen, ist natürlich das Beste, was natürlich auch für die Reinigung des Blutes, für das Herz, eigentlich für alles, was mit dem Körper zu tun hat, natürlich auch sehr, sehr gut. Es gibt in diesem Restaurant natürlich nicht nur Knoblauch und Brot zu essen. Aber andere Speisen zu erhalten, ist hier mit Hürden verbunden. Zumal Mörtel die Karte wirklich spanisch vorkommt. Zu Recht. Und er beruft sich auf eine mallorquinische Tradition, das Essen noch vor dem Kochen vorgeführt zu bekommen. Ja, da, ich glaub, sie zeigen uns so Fleisch zum Anschauen, zum Gustieren. Zum Gustieren. Du schaust mit? Du schaust. Offenbar eine Tradition, die der Kellner vielleicht nicht kennt. Der arme Kellner hat mir leid getan, was er mit Fleisch sieht. Der hat sich nicht ausgekannt. Nein, die braucht man nicht sehen. Wir wollen sie gegrillt sehen und essen. Auch, oder? Wir haben jetzt gerade gesagt, wir wollen sehen und du tust schon wieder mit der Tanne. Nur über den Sex redet und sonst nicht. Wo wollt ihr die Fleischstücke sehen? Na, wir sehen halt gern Fleisch. Das verstehe ich nicht. Da haben sie immer gedacht, das brauchen wir jetzt nicht. Das Fleisch sehen, ich weiß nicht. Kenne ich nicht. Aber was der deutsch-österreichische Reisende verlangt, wird in diesem touristenorientierten Restaurant möglich gemacht. Lammkotelett, einmal Fleischpiece und Kalbs. Kalbsteak. Ja. Das Kaninchen. Das tut mir ein bisschen leid, das Kaninchen. Das Kaninchen. Ja, armes Kaninchen. Lugner sieht das Ganze pragmatisch. Man muss doch sehen, was man isst. Jetzt muss man bei den Frauen und beim Essen schauen. Man kann nicht blind einkaufen. Und nachdem ich mit so vielen Frauen da bin, muss ich mich ans Testen gewöhnen. Aber Fleischbeschau hin, Tradition her, nichts beendet eine Diskussion besser, als die hungrigen Mäuler zu stopfen. Da schau her, wie ruhig die sein können. Der nächste Morgen in der mallorquinischen Finca beginnt früh und mit etwas körperlicher Ertüchtigung. Ich glaube, jetzt haben wir auf der falschen Wasserseite. Aber so, wir gehen in die Wiese. Wir gehen in die Wiese, damit es bei ein paar Übungen angenehm auf den Knien ist. Also, so. Da schauen die sitzen schon alle richtig. Also. Die Aktion ist nicht ganz im Sinne aller, aber wer saufen kann, kann auch Sport machen. So ein altes Partysprichwort. Hat heute schon wer von euch die Dani gesehen? Ja. Die Dani, die wird heute gefällt. Die hat heute Nacht noch einen Besuch gekriegt. Oh. Vermutlich. Ich wäre beim Fenster eingestiegen, deswegen ist sie noch fertig. Holen wir die Dani noch? Wecken wir sie auf, sie gehört dazu. Da müssen wir aber beim Fenster einsteigen. Gut, helft sie mir, damit sie schneller wach wird. Alle sind bei der Aktion dabei, nur um bloß nicht Sport machen zu müssen. Frau Kennedy, es wird Zeit zum Aufwachen. Mach auf einmal da. Es ist schon nach 9. Keine Antwort. Gut, dann muss man eben etwas deutlicher und vor allem lauter werden. Da sind wir jetzt. Warte, die nächste Tür. Es ist diese oder die nächste. Da ist. Blick nach Gut. Ja, das macht auch nichts. Wir wollen dich sehen.
4 Minuten. Aber brauch sie nicht anziehen, du musst nur aufmachen. Ist absolut in Ordnung, wir haben kein Problem damit. Jawohl! Ja. Dani, du bist schick. Genauso können wir Sport machen. Das ist in Ordnung. Na komm schon aus. Ich muss mich anziehen. Wir sind glücklich. Naja, also wir nehmen dich so. Wir sind alle glücklich, also, so wie du bist. Und ein Handtuch, nimm ein kleines aber Handtuch. Handtuch brauchst du zum Draufsetzen. Achso, aber dann nehme ich mir das große mit. Keine Müdigkeit kann vorgeschützt werden. Maximal Sonnenbrillen dürfen Dani vor der spanischen Morgensonne schützen. Jetzt können wir starten. Zwar fehlt bei den meisten Übungen noch das militärische Gleichmaß, aber alle, von alt bis jung, springen und fügen sich Wendys Kommando. So, dann, ihr wart für heute sehr, sehr fleißig. Morgen machen wir weiter und jetzt einen schwungvollen Start in den Tag. Danke! Ja. Ich hätte das Ganze noch gerne eine halbe Stunde länger fortgeführt. Das wäre nicht möglich gewesen. Die ersten zwei haben dann schon aufgegeben. Aber ja, man kann ganz zufrieden sein. Es hätte auch sein können, dass sie nur eine Minute mitmachen. Sie haben wirklich brav alles versucht. Und morgen geht's weiter.